Hallo, ich bin Tor Alexander und ich helfe Auswanderern, ihr Geld in Sicherheit zu bringen oder verlustfrei ins Zielland zu transferieren. Im letzten Video sprach ich ja darüber, was man mit dem Geld tun kann, was man aus dem Hausverkauf oder Wohnungsverkauf bekommen hat, nur allgemein. Und heute möchte ich mal auf die Fragen eingehen, die man sich grundsätzlich stellen sollte, bevor man Geld irgendwo investiert. Also als erste Frage ist, wie viel Vermögen, wie viel Geld steht denn zur Verfügung? Die zweite Frage ist, wie lange kannst du darauf verzichten, auf das Geld? Das heißt, wie lange möchtest du das Geld anlegen und investieren? Welches Ziel, welches Sparziel ist hinter deinem Investment? Möchtest du für die Altersvorsorge was tun? Möchtest du streuen? Möchtest du Sicherheit aufbauen? Möchtest du davon aktuell leben, von dem Geld, also von der Rendite? So, welche Renditeerwartung hast du überhaupt? Was ist für dich eine gute Geldanlage? Wie häufig möchtest du dich um deine Geldanlage kümmern? Punkto Sicherheit, wie viel Risiko bist du bereit einzugehen? Wobei natürlich immer Sicherheit und Risiko im Auge des Betrachters liegt. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere meinen Kanal und ich begrüße dich natürlich auch gerne in meiner Telegram-Gruppe und freue mich über Kommentare hier auf YouTube oder auf Telegram. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Halt, stopp, ich habe noch was vergessen. Im nächsten Video rede ich dann über die Sicherheit beim Geld. Also, bleib dran, bis zum nächsten Mal. Setze einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat. Sende den Link zum Video an Menschen, die auswandern wollen. Komm in unsere Telegram-Gruppe Auswandern Geld. www.t.me/auswandern Geld zusammengeschrieben.